Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher. Ja, wir müssen ja jetzt ja zu der Hochzeit hin, ne? Trishani auf dem Hof, auf dem die Hochzeit stattfindet. Ja. Entschuldigung. Wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Höchstwahrscheinlich, ja. Diese Zeichen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Ob das gut geht, das fange ich bald an zu bezweifeln. Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung, kräftiger Rumpf, stabiler Widerrist. Fein, fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher, meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Mähren und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ob das gut geht, oh, ich hab da ganz. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgiert und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Entschuldigung. Ich habe keinen Hustenbaum auf Feuer genommen. Vielleicht habe ich ja hier eins gerade liegen. Das wäre famos, aber es sieht eher. Oh, jetzt habe ich gegen den Rand. Wenn ich nicht aufs Bildschirm gucke, das habe ich gerade nicht. Keine Bonbons, schade. Komisch, eigentlich habe ich immer welche am Schreibtisch liegen. Aber naja. Mal eben ein bisschen härter räuspern, ne? Aber vielleicht muss ich auch gar nicht so viel reden heute. Das könnte vom Vorteil eventuell mir gereichen. Und jetzt. Sie ist Quatsch, nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Eda, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Tja, warum nicht? Ah, das gefällt mir. Oh, das ist genau das Richtige. Das ist so komisch, wenn Geralt besessen ist. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Nein, nicht der Bart, nicht der Bart.
Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Nun denn, ich fühle mich etwas eigenartig, auch so rumzulaufen. Das ist so... Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Aber es ist lustig. Schenk ihnen deine besten Manieren. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas.
Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute, die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shan? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mésalliance zu überzeugen. Ach, das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle? Tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment spielt eine Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben. Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Du bist eine ausnehmende Schönheit, meine Liebe. Oh, vielen Dank. Du hattest sicherlich freie Wahl bei den Herren. Wohin soll das führen? Zu einer Antwort, wieso sie dich erwählt hat, Jonas. Du stellst die Wahl meiner Frau in Frage? Mir persönlich ist es egal. Ich frage aus reiner Neugier. Pass bloß auf, sonst zeige ich dir mit meinen Fäusten, wieso sie mich erwählt hat. Es wäre mir ein Vergnügen. Warum so gereizt, mein Freund? Ich lobte lediglich die Schönheit deiner Frau. Und du dankst mir nicht, sondern drohst mir noch. Was für Manieren. Geralt, das reicht. Sie hat sich verliebt und gut. Jonas, mein Freund wollte dich gewiss nicht kränken. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihr. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. So. Machen wir mal hier die Hochzeitsaktivitäten. Ich habe ihn gesehen. Wenn er eingetroffen ist, wo ist er dann jetzt? Der Scheißköter hat ihn verjagt. Satan? Genau der, grässlich. Was ist denn da los? Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist.
Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methode. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Ich hab keine zwei Schwerter, aber egal. Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Sein Napf ist kaputt. Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen. War wohl ausgehungert. Oder der Aschennascher hat ihn wirklich wild gemacht. Ein Knochen. So sauber abgenagt, wie ich es nur zweimal erlebt habe. Einer lag in einem Ameisenhaufen, der andere gehörte zu einem Hähnchen und ich hatte eine Woche nichts gegessen. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald! So, der Hund. Keine nennenswerten Funde bisher. Doch ich gebe nicht auf. Die Hexerarbeit ist wie für mich gemacht. Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Ah, da ist es doch. Na, hier runter irgendwie, so vielleicht. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Weltens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen?
Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm. Ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Was für ein Affront. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Lied, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's. Ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Und nun vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Charlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme!
Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Ach, den sollen Ruhe wir noch bewahren beschützen. Und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Machen wir mal Axi. So, und den jetzt eigentlich war so... Ein Bär! Ein Bär? Das? So ähnlich wie dein Schnee in einem Zeltstab. Versteck dich, Blinder, da! Rette mich! Schwein ist tot. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Sollen wir jetzt nochmal kämpfen oder nicht? Das ist jetzt so eine kleine Frage, die ich stellen würde. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Das war aber ein bisschen billig, oder? Also ja, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Die alte Schachtel mächtig packte, den Hut sie an der Krempe packte. Also. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin und ciao!